Hallo und schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Assassin's Creed. Jawohl. Und ich gehe mal hier drüben. Warte mal, hier ist auch irgendwas? Was ist denn hier? Gerade auf der Karte gesehen. Mein Sohn. Cool. Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. No. Cool. Nochmal eine Zwischensequenz hier für so einen speziellen Ort. Und du wirst sie bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Bayeks Versprechen. Halten zum Verfolgen. Neue Quest. Stufe 5? Okay. Die machen wir eher weniger. ja, Sammy ist auch wieder dabei. Natürlich. Er liegt hier auf meinem Schoß mit seinem Kopf auf meinem linken Arm. Scheint irgendwie mega bequem zu sein. Oh. Nee, nicht rüber. Hey. Hey. Können wir denn hier nicht rüber? Hochklettern? Jawohl. Immerhin können wir klettern. Immerhin können wir überall hochklettern. Oh, das finde ich jetzt aber cool. Da ist irgendwie gedacht, na, vielleicht klappt das hier wieder nicht. Ja. So, heute werden wir mal die bösen Räuber platt machen, die hier die Bauern tyrannisieren. Natürlich. Was sonst? Aber erstmal klauen wir uns hier ein paar Vogeleier. Das ist aber auch schon echt eine schicke Aussicht. Aber wie viel Wüste da ist! Bis hier eine Hochkultur entstehen konnte, das schnalle ich ja immer noch nicht. Also Römer, okay, cool. In dem Land, wo Milch und Honig fließt, Bayek! Ja. Was? Du bist doch kein Adler! Doch, irgendwie schon. Leider keine Schätze hier drin. Schade. Geht es dir gut? Ja. Das war verrückt, aber erstaunlich. Naja, alles gut, alles gut. Ja, aber bei den Römern verstehe ich es. Keine Ahnung, bei den Arabern auch irgendwie nicht so richtig. Die Chinesen und Japaner auch verständlich, aber hier bei den Ägyptern, weil sie haben nur Wüste eigentlich gehabt. Die hatten halt den scheiß Nil, der den ein bisschen grün gebracht hat, aber sonst ist das ganze Land doch voll am Arsch. Hier schon krass gemacht, dass sie... Ich dachte, die alten Magi wären fort. Du gibst mir wieder trotz Hoffnung. Trotz der Umstände, das die geschafft haben, finde ich aber beeindruckend. Magi, du bist zurückgekehrt. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Nicht gerade noch gesagt, die mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Er ist doch gerade aufs Dach gelaufen, ja. Ich bin fertig. Naja. Dann warten wir und beten. Und wegen Ölfest. Musste man die jetzt selber platzieren oder musste man einfach nur. Da sind sie! Die Banditen sind hier! Ja, stecken wir die erstmal in Flammen alle. Wenn man den trifft. Wir sehen euch, ihr kleinen Hallo. Ratten! Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken! Mich gefunden schon? Wo ist die Frau? Oh shit, der hat mich wirklich schon gefunden. Vielleicht lassen wir euch leben. Vielleicht auch nicht. Wieso wollen die unbedingt den Bogen? Boah, ausgewichen und einfach weggemacht. Ich hab freie Schussbahn! Scheiße. Das ist auch hart, wenn man nicht trifft. Also er ist halt nicht so movable. Shit, da konnte ich nicht anders das rausglitschen. Ja, jetzt kommt her! Da, guck mal, bums! Aufs Maul. Brennt hier was? Ah, jawohl. Leute. Du kannst nicht fliehen! Nein!
Okay, den habe ich auch. Ich brenne hier alles ab. Nein! Oh, oi, 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 da wäre ich fast verbrannt. Es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Vielleicht können wir das noch. Sie hätten euch trotzdem getötet. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Ich muss ihren Anführer erledigen. Ich sah, dass sie aus dem Südosten kamen. Sie kampieren sicher in den Bergen hier in der Nähe. Dann werde ich dort mit der Suche anfangen. Bajek, bevor du gehst, bitte, nimm den Bogen. Wir sind sicherer, wenn du ihn hast. Er wurde im Kampf beschädigt und macht mich jetzt sowieso nur traurig. Ich bin sicher, dass er noch Kraft hat. Du ehrst mich, Rai. Oh. Der Bogen ist ägyptisch. Doch, älter als alles, was ich je sah. Er ist erstaunlich leicht. Und die Balance ist perfekt. Die Wurfarme sind zum Teil aus einem seltsamen schwarzen Stein. Kommt mir bekannt vor. Cool. Ich untersuche es, wenn ich mit dem mörderischen Anführer fertig bin. Geil, haben wir jetzt so einen mega epischen, legendären Superbogen gefunden. Das wäre nice. Dann die Banditen sitzen da oben irgendwie auf dem Berg. Ja, okay, da können sie ja sitzen. Gleich mich einfach von der Seite an. So, da oben ist das Lager. Komm, wir gucken uns das mal an. Wo ist denn das? Ach, das ist hier drunter? Ah, interesting. Okay, da ist ein Schatz. Und hier ist irgendwie der Boss. Ah, okay, und da ist der Eingang. Da sind noch ein paar Leute. Ist hier vorne nicht irgendwie auch ein Eingang? Ist da ein Hintereingang? Weniger. Oder nicht? Dann müssen wir halt doch durch den Vordereingang. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre hier oben irgendwie. Hört ihr mich? Ja? Ich laufe gerade über euch drüber. Wow. Naja, komm, Camel. Mein Kletterkamel. So, der eine pennt schon mal. Der andere patrouilliert. Ne, der geht jetzt auch pennen. Wie geil ist das denn? Oh. Was macht er denn jetzt? Geht er auch pennen? Alter, wenn jetzt drei Leute pennen gehen. Was strullert der jetzt da in die Ecke? Weiß es nicht. Schade, dass ich hier nicht von hinten irgendwie reinhuschen kann. So, den gibt's da vorne ja auch noch. Warte mal, den markiere ich mal eben. Okay, das war's schon. Okay. Immer den anderen Bogen. Oh oh. Was? Fuck, ich wollte doch eigentlich erst. Ha, mir entkommt keiner. Lol. Boah, ich bin so gut. Kein Ding. Ich hau euch aber kaputt mit meinem dicken Knüppel. Und. Bam. Bam. So, was macht er hier oben? Ist hier so versteckt? Nee, ist er wieder runtergesprungen? Ja, erst anvisieren, das wäre ganz gut. Sprungangriff konnte ich machen. Ach, das wäre auch cool gewesen. Lass uns mal stehen bleiben. Keule ist schon krass. Aber wie so oft schon, muss sie halt auch erstmal treffen. So. Sind hier noch ganz viele andere drin, oder? Mega viele Fledermäuse drin. Das ist die Batcave. Wie krass ist das denn? Achso, hier ist gar keiner mehr drin. Okay. Das haben wir auch keinen gesehen. Ihr wisst, dass unser Anführer von antiken Schätzen besessen ist. Diese Bauern wissen gar nicht, was der Bogen wert ist. Okay. Dieser Ort ist perfekt. Wir können langfristig hier bleiben. Ja, okay. Ein Brief vom Bandenanführer. Er sammelt alte Waffen. Er wollte diesen Bogen so dringend, dass er dafür tötete.
Aber warum? Er ist nicht hier. Sie haben ein neues Versteck in einem nahen Grab. Sie halten sich für unauffindbar. So, meine Freunde. Ja. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ja, wir haben nämlich rausgefunden, wo ihr euch versteckt. Und dann holen wir euch auch. Leihen wir uns mal das Pferdchen aus. Ach du Scheiße, das ist 700 Meter weg. Uiuiui. Okay, also hier den Ort, den haben wir doch clear, ne? Schatz geplündert, jo. Wir müssten irgendwie hier rüber, oder? Das ist so eine Straße, die darüber geht. Da müssen wir nicht schwimmen. Das ist auf jeden Fall unkomplizierter. Machen wir uns mal auf den Weg. Erkunden wir mal weiter die Welt. Finde ich eigentlich ganz cool. So wird man auch so ein bisschen durch... Das finde ich ganz geil gemacht. Oder ganz gut gelöst vor allem. Mein Ort entdeckt. Ist es irgendwie was Böses hier? Oh. Meint ihr diesen Schatz? Der direkt vor mir liegt? Hä? Gar nicht. Wo ist denn hier der Schatz? Ach so. Nee. Okay. I see. Wow. Jetzt weiß ich. Okay, das zeigt nur, dass, das ist hier ein Schatz. Diese Zone ist tabu. Ja, die Zone ist tabu. Zack. Abgemurkst. Zack. Einfach die Truhe geplündert. Kein Problem. Also, ich glaube, so schnell bin ich noch nie an Geld, Fähigkeiten, Punkt, Erfahrung und ein Item gekommen. Es war ja nur einer, der pennt. Und das direkt an der Hauptstraße. Finde ich gut. Ja, aber was ich gerade sagen wollte, ist, dass man hier relativ gut durch die Nebenmission oder Hauptmission auch über die Karte gescheucht wird. Und jetzt komme ich hier auf die andere Seite wieder, in ein neues Gebiet, wo die sich jetzt halt verstecken. Und hab dann hier schon wieder einen neuen Ort entdeckt. Bla bla bla. Oh shit, da sind aber echt ganz schön viele. Und ich finde das einfach ganz geil. Guck mal, jetzt habe ich irgendwie Bock. Das sind nur so ein paar, das ist nur so ein kleiner Schatz. Aber ich habe irgendwie Bock, die wegzumachen. Nein, mach nicht so einen Quatsch. So, die kann ich jetzt mal eben so in 2 Minütchen. Zack. Mal den weg. Und dann können wir noch ein Doppelattentat machen, oder? Zack, Doppelattentat. Hey, was? Nein, hey. Zack. Ist der auch weg? Der andere pennt ja. Naja, vermeintlich. Ist gerade aufgewacht. Und schläft einfach mal ein bisschen weiter. Zack, haben wir schon wieder ein bisschen Geld gekriegt, haben einen Ort geklärt. Und das tat jetzt gar nicht weh. Das finde ich einfach schön. Finde ich das. Und so war es jetzt nicht ein langweiliger Ritt bis zum nächsten Ding, sondern wir konnten noch mal ein paar Leute wegmetzen. Oh, jetzt hat er Sammy erschrocken. Sorry, Sammy. Oh. Ja. So, wo verstecken wir? Lol. Okay. Das war jetzt einfach. Aber hier sind ein paar Löwen und so. Cool, hier können wir noch ein paar Felle looten. Das finde ich gut. Kommt mir irgendwie gelegen. Wow. In der letzten Folge noch drüber gequatscht, dass wir noch ein bisschen was brauchen hier. Oh, ich bin hier der Eingang. Hier? Oh ja. Jo, Löwe, was geht ab? Ich hab dich, glaube ich, betäubt. Und, Alter, was der einsteckt. Oh, wie ich den krass verprügel. Und er einfach nicht stirbt. Ah, okay. Alter, das gab 7 Löwenpilze. Holy moly. Hat man noch? Da vorne rennt noch was. Da rennt noch was. Da ist noch ein Löwe. Den würde ich schon gerne noch mitnehmen. Weil von denen findet man nicht allzu viele. Oh, cool. Ist quasi noch so ein aufgeschlitztes Nilpferd. Lol.
Haben wir den mal eben mit einem Double Headshot weggemacht. Hat leider nur 4 Stück gegeben. So. Ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Also, krieg ich einen von dir auch noch was? Ja, ich weiß. Das ist meine Keule zu langsam. Hier muss es sein. Der Anführer ist in dieser Grabstätte. Bei den Göttern. Das ist sehr alt. Waren sein alle. Das ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Betreten. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Reis Bogen. Oh, nice. Den brauchen wir wahrscheinlich, den Bogen, um irgendwo reinzukommen oder so. Das ist irgendwie ein Schlüssel. Irgendwie sowas. Und ja, dem. Cool. Vorne kann man noch was plündern. Dann bestimmt wieder irgendwo Schlangen, ey. Ich sehe das schon kommen. Scheiß Schlangen. Sammy mag auch keine Schlangen. Also wir sind da schon 2. Oh, Doppelschwerter. Cool. Stufe 30. Hier geht's irgendwie runter, theoretisch. Aber das sieht nicht so einladend aus. Kann man wieder was plündern. Weiß aber, wir müssen nach unten. Mist. Naja, springen wir da mal dran. So, gehen wir mal runter. Eine Schlange? Oder nur ein Schatten oder so. Ach, das ist Wasser! Oh, shit. Das ist geflutet quasi. Oh, da konnte man was einsammeln, glaube ich. Kann ich hier Senu rufen? Ich würde gerne gucken, ob hier jemand ist. Irgendwie das Gefühl, dass hier quasi das Versteck von den bösen Leuten ist. Ja. Natürlich angezeigt quasi. Ach, das ist ein Rätsel. LOL. Ich hatte noch kein Rätsel bisher, glaube ich. Oder? Cool. Habt ihr das gesehen? Nice. Dafür können wir hier einen Kristall plündern. Cool. Oh nein. Mal, du hängst an welchem Ding dran? Was hängst du denn dran? Komm ich hier irgendwo hoch? Nee. Okay, man muss hier wirklich so ein Parcours machen. Cool! Das ist so ein bisschen so wie bei Tomb Raider. Das hatte ich, glaube ich, bisher auch noch nicht wirklich in so einem Assassin's Creed-Teil. Dass man hier auf... auf Zeit ist jetzt übertrieben. Aber quasi so ein Parcours hat, wo man Sachen auslösen muss. Ah, jetzt muss ich gucken, ob ich hier wo schaffe. Jo. Nein! Oh, das war zu wenig. Ja, das ist jetzt nichts mega krasses. Also alle Uncharted und Tomb Raider Fans werden jetzt unterwältigt sein. Das ist quasi das aus dem ersten Level. Das finde ich ganz cool, dass wir das eingebaut haben. Ein bisschen verwirrt, warum ich das nicht schaffe. Muss ich bei dem anderen komplett das auf dem Boden lassen? Aber dann weiß ich nicht, ob ich den Sprung da schaffe. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Oh, Sandy schläft richtig. Der zubbelt gerade schon. So, mal ein bisschen leiser. Er schmatzt auch schon. Irgendwie schnarcht Sandy nicht wie so ein Hund oder so. Bin ich hart öde. Hä? Da darf ich mich nicht dranhängen? Oh, come on. Kann ich nicht einfach hier hoch? So. Bringt mir ja nichts, wenn das nicht unten ist. Okay. Bringen wir jetzt den Rest der Folge damit, dass ihr mir hier zuguckt, wie ich hier diesen Parcours nicht schaffe. Finde ich nice. Was ist das doch? Ah, guck mal, er geht auch gar nicht weiter.
irgendwie was runterschieben oder so? Dass es genauso schwer wird? Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt mal so. Mal wieder. Ach komm, ey, jetzt entspringt der auch schief. Hart verwirrt. Also eigentlich sieht und klingt und macht das doch alles Sinn. Nur er macht diesen letzten Sprung nicht richtig. Dann muss ich halt wirklich hier irgendwie, keine Ahnung, Stein schieben. Hier, dich da. Dich heben wir doch einfach hoch. Herkules. Da ist auch nur so ein kleiner Fixstein auf dem anderen Ding drauf. Jawohl, jetzt hat er den Sprung gemacht. Okay, also war es irgendwie immer viel zu knapp oder ich weiß nicht was. Na guck mal, dich können wir mitnehmen. Ciao. Oh scheiße. Egal. Jetzt einen Spaß mit ihm erlauben, aber... Ich möchte hier wirklich... Nein! Nicht dein Ernst. Ich hab gedacht, boah, Sepp, jetzt hast du richtig gut aufgepasst. Hast einen krassen Geheimgang gefunden. Oh, der hat mich nicht gesehen. Mich verarschen. Ich habe eine Fackel in der Hand. Die mal umdrehen, da kommt gleich einer. Oder? Hm. Man weiß ja nie. Na, komm mal her. Am besten kommst du noch ein bisschen näher. Jo, guck mal hier. Zack. Jetzt können wir noch ein Kettenattentat auf den machen. Hab ich das nicht gemacht? Nee. Du kannst nicht fliehen! Hab noch nicht gepasst. Frisch das, du Ratte! Aua, er hat mich getroffen, ernsthaft? Stirb endlich! Nochmal getroffen. Zack. Verlasse und beende den Konflikt. Ja, wenn ich da das Ding machen möchte. Aber ich möchte erstmal hier die bösen Banditen wegmachen. Zack. Den haben wir damit getötet. Und hier ist so eine Tafel. Cool. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Oh. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trug gut. Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie ein Reisbogen. Es passt. So sollte es gehen. Nun ist die Waffe perfekt. Oh, geil. Die Waffe ist fertig. Erfolg freigeschaltet. Cool, das war ein Erfolg. 3700 EP und ein richtig krasser Stufe 30 Raubtierbogen. Boah, nice. Also der ist echt geil. So, Raubtierbögen, Kriegsbögen. Jetzt müsste doch Raubtierbögen kommen. Alter, der ist... Der Bogen der Ahnen. Bluten bei Treffer. Schleichmodus Schaden. Alter Vater, ey. Den werde ich aber noch eine Zeit lang behalten. Ja, und wir haben noch eine Tafel gefunden. Cool. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Ohne Scheiß. Das war eine mega erfolgreiche Folge. Wir haben richtig, richtig was geschafft hier. Mich ja nicht selbst beneißen, aber das war schon ganz schön nice. Was ist hier noch? Da ist noch dieser Kristall. Kann man noch irgendwie runter? Okay. Und hier vorne gab es noch ganz viele Sachen. Da ist auch noch so ein Kristall. Alles mitnehmen. Alles muss ich hier mitnehmen. Von diesen super seltenen Sachen. Noch, hier ist noch eine Truhe. Wohl. Und da vorne sind noch ein paar Sachen. Hier nach draußen oder was? Ah, da ist noch. Auch noch so ein Kristall. Mit dem konnte man noch irgendwas machen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr was. Wer es gerade zufällig weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da werde ich vielleicht eher nochmal dran denken. Und eher mal sehen. Neue Orte entdeckt. Was ist das denn? Ist das hier so ein Tempel der Vorahnen? Tempel? Wie krass ist das denn hier? Voll geil.
Einfach mal hier so in der Nebenmission. So ein geilen. Das ist doch ein geiler Tempel. Holy shit! Hier runterspringen. Er macht nicht dieses nach vorne lehnen. Das ist schon mal schlecht. Kann ich mich hier runterhangeln? Geht das? Nee, da schon mal nicht. Hier so ein Wie machst denn du das? Erklär mir das. Okay. Wo sind wir hier auf der Karte? Das ist super geil. Aktiviere den antiken Mechanismus. Okay. Wo ist denn hier ein antiker Mechanismus? Alter, finde ich voll nice. Und ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, wir können das hier schon. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Hier wird es auf jeden Fall cool. Bis dahin, euer Seppjö. Ciao. Und Sammy.